bisschen mehr an Wichtigkeit gewinnen jetzt. Wir sind in der Pick-and-Bun-Phase zum zweiten Spiel zwischen CLG gegen Flash Wolves. Und wir beginnen auch gleich mit ähnlichen Buns. Wir sehen hier den Alistar, die LeBlanc, Maokai. Alles Champions, die man nicht sehen möchte. Also bei CLG sieht man halt gerade wirklich, die sind jetzt wieder Blue Side, also die Seiten haben sich nicht verändert. Und sie denken sich so, wir nehmen einfach die gleichen Buns, ne, die Never Change a Running System, mal gucken, wie der Gegner darauf reagiert und was die verändern werden. Also, was ich jetzt persönlich anders machen würde. Oh, na Moment. Sie machen eine Adaption, ne? Sie bannen jetzt die Soraka. Bin ich gespannt, wie Flash Wolves darauf reagiert. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Soraka allzu stark war im letzten Spiel. Aber wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ich kann mir gut vorstellen, dass CLG gar nicht damit gerechnet hat, dass Flash Wolves die Soraka kann, weil das ja eher so ein NA-Special ist, sag ich mal. Und sie dann adaptiert haben. Aber hier, der Bartmann, ne? Einfach zu 100% gegen Afromo. Ey, der war so gut, dieser Bart. Diese Performance im letzten Spiel, den kann man wirklich schon mal rausnehmen. Und ich bin hier überrascht, dass sie nicht eher für den Rise First Pick gegangen sind, wenn ich ehrlich bin. Dass sie da so wirklich so auf den Echo auf einmal setzen. Ne? In der letzten Pick- und Bun-Phase hat man da wirklich die Priorität auf den Rise gesehen. Wenn ich jetzt Flash Wolf wäre, ich würde mir jetzt den Präferenz-Pick zwischen Rise und Azir sichern. Also einen von beiden, je nachdem, welchen sie mehr möchten. Und dann auch einen starken Jungler, eine Kindred, genau. Da gebe ich dir man recht. Hat Jungle-mäßig wirklich alles offen, was man sich eigentlich so wünschen kann. Graves, Kindred, Nidalee. Ich bin auf jeden Fall da und eventuell geht man jetzt in Rise. Auch so, ich Kindred gegen Echo finde ich so geil im Pick irgendwie. Erstens, weil du ihn ziemlich shredden kannst. Also du machst echt viel Damage als Kindred, besonders wenn du Vora und sagen wir mal schon 6, 7 Stacks hast oder 8 sogar auf der Passive. Dann machst du echt viel Damage an dem Echo und er muss ziemlich schnell seine Ultimate zurückbenutzen, zusammen mit einem Ryze, sehr viel Damage einfach gegen den Echo, was schon mal gut ist. Und vor allem die Ultimate, sehr stark gegen Echo. Ja, sie lockt es jetzt auch ein. Das ist also eine sehr, sehr starke Rotation, das muss man einfach so sagen. Diese ganzen Powerpicks, die offen gelassen worden sind, die haben sie jetzt genommen und das macht doch, also das sollten sie natürlich auch tun. Und auf Seiten von CLG würde ich jetzt tatsächlich mit dem Midlaner so ein bisschen warten. Und dann, sie könnten ihn jetzt schon picken, wenn sie sagen, okay, wir picken auf den Midlaner, damit wir Botlane besser counterpicken können. Also das wäre eine Option. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass auf der Botlane allzu viele Counterpicks offen sind. Man hat jetzt vielleicht einen Braum oder sowas. Das heißt, den würde ich jetzt eher securen und sagen, komm, nimm den Braum oder so. Haben sich dagegen entschieden, also die Botlane wollen sie erstmal offen lassen, aber gerade bei diesen vielen Supporter-Bands, man hat drei draußen, wäre es vielleicht gar nicht mal schlecht, den Braum zu securen. Das hätte mir ein bisschen besser gefallen persönlich, aber so ist vollkommen okay. Damit nehmen sie sich so ein bisschen die Gefahr raus, dass Flash Wolves jetzt in dieser Rotation sagt, wir picken jetzt den Azir, stellen den Ryze auf die Toplane, haben dann beide Powerpicks und spielen dann damit. Das hat ja RNG gestern auch versucht. Da hat nicht so geklappt, aber die Möglichkeit besteht. Und davor hat CLG anscheinend so ein bisschen Angst gehabt. Poppy bleibt. Ist Poppy die einzige übrige Antwort auf ein Echo mittlerweile, wenn Maokai gebannt ist, Kevin? Also, es gibt halt genug Antworten. So, in dem Sinne gegen Echo sind halt nicht leider viable im Competitive, weil sie halt zu squishy sind oder im Lamestop zu bad, wie zum Beispiel Irelia. Poppy ist da schon die beste Antwort gegen hier mit Maokai zusammen, aber der ist gebannt. Man könnte jetzt eigentlich noch sowas wie, weiß ich gerade nicht, mehr sein. Also wirklich Poppy, so der einzige Champion, der mir einfällt gegen den Echo, der noch gut ist, so im 1v1, außerhalb von Maokai. Ist ein bisschen öde, ne? Im Competitive Top Lane ist halt gerade wirklich nur so die drei, so die Top Picks. Man könnte auch Gragas spielen, aber nicht so geil. Trundle wäre wahrscheinlich vielleicht noch ein Pick, aber den müsstest du umgegen Azir spielen. Ansonsten, ja. Von Stixler wissen wir auf jeden Fall, dass er sich da auch gerne auf eine Caitlyn einschießen kann oder eben auf die Kalista, die wir eben gesehen haben. Ich bin auch der Meinung, also wie ich gerade schon sagte, jetzt sollte man tatsächlich den Braum nehmen, weil der Braum gegen alles, was Flash Wolves hat, ziemlich gut ist. Also gegen die Kindred, gegen Ryze, gegen Ezreal, der kann super viel Schaden blocken. Also warum nicht einfach den Braum nehmen? Man hat die Möglichkeit und gerade gestern hat man auch gesehen, was für eine hohe Priorität der Braum hat, gerade um den als Counterpick von der Sieve wegzunehmen. Aber sie entscheiden sich dagegen. Janna Caitlyn ist ein sehr anderer Stil von Botlane, sag ich mal, weil es da wirklich um diese Sieges geht, ne? Was immer sehr, sehr tödlich ist, wenn man gegen eine sehr, sehr eingespielte Botlane in Solo-Queue oder in der Dynamic-Queue spielt, die dann Caitlyn, Janna spielen und dann die Lane gewinnen, dann einfach von Lane zu Lane rotieren, da ihre Traps platzieren,
und sich einfach nicht engagen lassen können, wenn wir unten so eine hohe Range haben, so einen guten Siege, also ein sehr, sehr starkes Siege-Lineup hier. Kann man machen, das ist auch gar nicht mal schlecht, gerade wenn man den Graves hat, ne, da ist man sehr, sehr schnell unterwegs, was diese Pushes angeht. Aber ich bin gespannt, wie sie das ausspielen, also das ist definitiv eine andere Art von Team kommt, als jetzt zum Beispiel im ersten Spiel. Im ersten Spiel war es mehr so draufrennen und versuchen, diese Engages zu forcen. Hier versucht man tatsächlich, denke ich, mehr zu siegen und darüber halt langsam zu poken. Man hat hohe Ranges mit Caitlyn, mit Azir, da kann man sehr, sehr viel Poke-Schaden anbringen. Auf der anderen Seite hat man jetzt noch die Karma secured und Flash Wolves mit einer Kombination, wo sie auf jeden Fall die Flanks bringen müssen. Sie haben Double TP, das ist so die Win-Condition. Und gerade auch im Early Kindred, die muss sehr, sehr viel Druck machen. Aber sehr interessant, wie im Verlauf des Turniers immer mehr und mehr Supports eben auf diese defensiven, shieldenden, genau, und beatenden Supports gehen und nicht mehr auf diese Tank-Supports, wie den Braum zum Beispiel, der jetzt auch auf dem Lesen wäre. Ja, was ich hier noch sehe, was ein Problem sein könnte für Flash Wolves, ist einfach, wenn CG hier wirklich vorne ist, ist es fast unmöglich für Flash Wolves zu engagen, außer mit einem Flank von Poppy. Ansonsten wird es echt schwer, du willst halt nicht normalerweise einen Ryze haben, der einfach nur reinrennt blind. Gegen den Azir, gegen den Janna, gegen den Caitlyn mit den Traps. Also, das könnte ein Riesenproblem sein für Flash Wolves. Ja. Jawohl, also die Pick- und Bannphase zwischen CLG und den Flash Wolves, die ist damit auch besiegelt fürs zweite Spiel. Wir freuen uns sehr auf diese Partie. Hashtag MSIGear ist der Hashtag auf Twitter, unter dem ihr eure Fragen stellen könnt. Denn nach dem Spiel, nach dem Best of 5, werden wir hier eine kleine After-Hour machen in der Analyse-Ecke und werden ein paar von euren Fragen beantworten. Also Hashtag MSIGear auf Twitter, stellt eure Fragen hin, dann können wir drei uns diesen annehmen. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der zweiten Partie im Halbfinale vom MSI mit Maxim und Johnny. Oh yeah! Wir sind bereit, wir sind am Start und ich muss sagen, die Komposition von CLG kommt mir vertraut vor. Sie haben ja schon mal so mit Janna gespielt, weil er gesagt haben, oh Janna, völlig useless, wenn alle offensive Champions quasi oder tanky Botlane-Supporter spielen. Aber nein, sie haben das Meta vorgegeben, es wurde auch ausgeführt, Karma ist nämlich als Gegner dabei und sie haben eine Komposition, die übel gut disengagen kann, die richtig stark wird ab dem Midgame bzw. im Late-Game und ich sehe extrem gute Karten. Die haben zwar keine großartige Pick-Variation, wie gesagt, die Botlane ist die einzige, die so ein bisschen mutiert ist, aber sonst tauscht man sich in den oberen Hälften alles aus, was es zu tauschen gibt. Aber ich sehe CLG mit dieser Combo gut im Spiel, weil sie haben schon mal mit so etwas gut gewonnen. Ja, es kommt den Spielstil, den sie haben, sehr nah. Sie können hier ihre Siege-Komposition definitiv ausspielen. Oder auf der anderen Seite sehe ich auch als ein großes Problem an, dass Flash Wolves hier keinen Wave clear hat. Sie haben keinen verlässlichen Long-Range-Wave-Clear und deswegen hat sich CLG auch in der letzten Rotation eben für diese Janna-Caitlyn-Variante entschieden, weil sie eben gesehen haben, okay, die Gegner haben in diesem Moment keinen Wave-Clear, sie können nur noch den Supporter picken. Da ist Karma jetzt noch so mit das Beste, was man an Wave-Clear zu bieten hat, aber das ist natürlich auch nicht das, wonach du einen Supporter auswählst. Nee. Und ich muss sagen, für mich hat CLG diese Pick-und-Bann-Phase sehr, sehr eindeutig gewonnen. Flash Wolves hat ein gutes Team für Teamfights, aber wenn CLG auch nur ein bisschen nach vorne kommt, dann wird es keine Teamfights geben, sondern einfach nur mal einen langweiligen Disengage und dann geht's wieder auf den Turret. Ja, und das ist natürlich die absolute Spezialität von der guten Kate, weil nicht nur die hohe Reichweite hilft beim Belagern, sondern auch die Fallen. Also du hast halt, selbst wenn du Wave clearen möchtest, musst du eventuell nah rangehen und es ist halt Rap. Du hast von der Karma gesprochen, aber der Karma Wave clear wird sehr, sehr schnell schwach werden. Eigentlich, er wird eigentlich schwach werden, bevor es überhaupt dazu nötig ist, zu Wave clearen. Und außerdem kann er seine verstärkten Sachen eigentlich auch gar nicht für den Q benutzen. Also dann, er braucht das ja für das Schild, für den Movement Speed und wenn er dann da die ganze Zeit alles reindonnert, um die Wave zu clearen, das ist einfach nicht seine Aufgabe. Ich glaube, das reicht nicht. Ich bin sowieso irritiert. War Sivir gebannt? Ich glaube nicht, oder? Sivir stand zur Verfügung und das Problem ist, sie hätte hier viel besser funktioniert. Erst hätte man das Wave-Tier-Problem gelöst, du hättest noch mehr In-Your-Face-Gerenne, was eigentlich ganz gut sein kann, wenn du genockbacked bist. Also das Beste gegen Knockbacks ist, finde ich, einfach nur mehr Move-Speed, weil wenn du Dashes hast, ja gut, dann bist halt du benutzt den wahrscheinlich zum Engage, aber wenn du nur Laufgeschwindigkeit zum Engage hast, hast du eigentlich einen Vorteil, weil diese Varianten meistens länger halten. Und der Hand, keine Ahnung, geht das wieder 6, 7 Sekunden oder so. Also du kannst halt wirklich dem Gegner lang auf die Ketten gehen. Und hier hat man zwar eine Komposition gewählt, die, denke ich, wirklich gute Karten hat, wenn sie nach vorne kommt. Also es hängt jetzt sehr viel an Kasa. Aber im letzten Spiel hat er, eher so Mittelmaß gespielt. Könnte aber auch natürlich am Pick selbst liegen. Sind jetzt hier zwei vertauschte Rollen. Einerseits hast du Maple jetzt auf Ryze und Huri auf Azir. Und du hast Kasa auf Kindred. Du hast da dagegen Smithy auf Graves, der sich sehr gut im Power Jungle fühlt, der sehr gerne lange Zeit in seinem eigenen Jungle ist. Der allerdings
eigentlich auch invaded werden könnte von einer Kindred. Das heißt, diesmal muss Kasa hier das Tempo vorgeben und dann müsste Maple auch eskalieren. Wenn wir hier gerade einen Lane-Swap sehen, drei Leute auf der Botlane hauen auf den Turret ein. Oben werden es jetzt drei werden durch den TP, den man hier sehr früh ziehen musste. Das ist natürlich ärgerlich für CLG, weil das halt eben genau diese Problematik ist, wenn du in einen Lane-Swap gehst, den du selbst so nicht erwartet hast. Und das hat Fletchwurst hier ein bisschen besser gemacht. Ja, er hat ja auch mal 10 Jahre getankt anscheinend. Etwas HP verloren bei der ganzen Situation. Die werden doch wohl bouncen. Die bouncen nicht. Okay, also kein... Ja doch, doch, doch. Es war ein Bounce, da das letzte Minion ist auch noch gestorben, die letzten drei. Ich dachte erst, dass sie da einen Fast-Push provozieren wollen, aber sie haben es tatsächlich so gelöst, dass jetzt mit dem letzten Minion quasi was gestorben ist, hat man den Turret genommen. Oben ist man ein bisschen später dran, allerdings ist das ja auch kaum ein Problem. Man wartet halt eben jetzt hier auch darauf, dass die Minions sterben. Das hat den Hintergrund, dass dann die Wave in deine eigene Richtung pusht und das ist etwas Erstrebenswertes, was auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz so ist, dass es intuitiv dieser Gedanke ist. Allerdings hast du ansonsten das Problem, dass wenn du wieder auf die Lane gehst, die Wave so weit in der gegnerischen Hälfte steht, dass du extremst offen stehst und sehr, sehr einfach zu ganken bist. Ja. Das ist natürlich die Frage, wie man jetzt insgesamt halt reagiert, weil klar, du willst, dass die Wave zu dir kommt, du willst, dass du nur fahren kannst, pipapo, aber der ADC ist schon oben, er wird jetzt quasi reindrücken, wir sehen die 4-Turret-Variante, das bedeutet, super viel hat man davon nicht und es ist aktuell, glaube ich, so ein Stück weit moderner, dass man sagt, ja gut, der Turret geht drauf, ich habe möglichst viele Vasallen von mir sterben lassen am Turm, das ist immer noch Motto. Aber danach will ich einfach die Vasallenwellen nehmen, damit ich den Swap so ein bisschen besser überstehe. Weil man sieht es schon, da schon geht wieder runter. Hier wird jetzt wieder gepusht werden und wir werden auch quasi 4 Türme in den ersten 5 Minuten fallen sehen. Kasa unterdessen am Red Buff. Also beide Jungler gehen auch parallel an oder sind parallel aneinander vorbeigegangen. Ja. Die Problematik ist halt quasi nur, wenn du die Wave nicht zurückbouncen lässt und die Gegner sehen das, könnten sie reagieren und sagen, okay, dann gehen wir nicht auf diesen 4-Trade, sondern wir schicken die Lane nach unten, haben oben unseren Top-Laner, der relativ safe farmen kann und versuchen unten in der schlimmsten Fall 3-gegen-4 Situation den Trade zu deffen und im schlimmsten Fall schicken wir den Top-Laner mit TP dazu. Also das sind alles Optionen, die wir allerdings, sind wir ehrlich, relativ selten sehen. Meistens ist einfach das ganz relativ stumpfe Gespiele, was wir jetzt hier sehen, 3 Mann unten, 3 Mann oben, die Jungler nehmen 1-2 Camps, kommen dann entweder dazu oder gruppieren sich dann weiter in ihren eigenen Jungle. Ich weiß gar nicht, ob man das so schnell realisieren kann. Also du müsstest quasi die Gegner beobachten, ob er nun pusht oder nicht und darauf reagieren. Und ich glaube, die Leute sind halt schon unterwegs. Das ist aber gerade zum Beispiel in der Situation wäre es möglich gewesen, weil Flashwolves hatte den früheren Push ungefähr 5, 6, 7 Sekunden war der Turret vorher da. Wenn sie jetzt oben gesehen hätten, dass es nicht dazu kommt, oh Maple, der Shananui ist ordentlich, das nächste Ruf. Oh, der Flash, der Autotech hat nicht gereicht. Afromus zur Stelle. Kann ihn da noch verlangsamen, beziehungsweise erstmal mit den Autotechs weghalten. Der Ryze... Level 5 reicht schon aus, weil er die Passive hat, was bei ihm ja quasi die Ultimate ist. Boah, aber Lui, aber mit dem Exhaust lange, lange gewartet, ne? Und dann hatte ich fast Angst, dass er rausflasht und der Auto-Attack dann durchkommt, wenn das Exhaust abläuft. Das hätte fast sein Tod sein können. Sehr, sehr knapp die ganze Shoote hier. Aber am Ende Maple natürlich deutlich besser rausgekommen, hat Flash noch ab. Und jetzt wurde hier gerade der gute Harry mit dem Drake getauscht. Ich denke, die Drake-Variante ist ja so ein bisschen besser. Dass man aber beides genommen hat, spricht halt im Prinzip für beide Teams. Der Jungler war gerade oben, auf der anderen Seite war natürlich CLG da unten in der unteren Hälfte beschäftigt und deswegen auch der Drake machbar. Trotzdem, Stärke von Ryze konnten wir jetzt wieder sehen. Und jetzt hat die Frage, was Hui macht. Er hat den Stinger und ich würde mir jetzt wünschen, dass er die Helmzepter-Variante geht und nicht die Version. Aber diesmal hat er nur einen Abhehler gegen sich. Nein, würde ich gar nicht so sagen. Ich denke, dass Ezreal trotzdem viel Magic Damage macht. Im Verhältnis zu normalen ADCs. Karma ist auch noch zur Stelle ein übelster Nervidiot. Also das ist schon so ein Stück weit in Ordnung. Weil keine Ahnung, ich find einfach Nashos Zahn ein super schönes Item, aber es scaled in sich. Das bedeutet, es ist ja erst später effektiv. Das ist auch okay, weil du mit diesem weiteren Item quasi snowballst oder diesen Onit-Schaden erhöhst. Auch wenn er nur für deinen eigenen Auto-Tick gilt und nicht für die Soldaten. Aber es ist halt ein Gegenstand, wo ich den Spike nicht erkenne, weil du... Zwischen Stinger und Nashas Zahn ist keine Tick-Speed-Unterschied. So, das ist halt... Oh, das ist bitter. Das ist bitter. He tried. Herz versucht. Aber hat nicht funktioniert. Schade. Huhi, bisschen nervös. Ja, er probiert es da. Also die
Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, ist nicht so hoch. Oh, jetzt hier Karma dabei, den Gegner vom Turret wegzuhalten. Die sind beide Level 4, das ist halt einfach das Bittere am Lane-Swap. Und unten ist jetzt viel Druck auf den Tier 2 Turret. Da kommt jetzt erst Janna hin. Man hat halt eben viel riskiert, um da auf die Midlane vielleicht einen Kill zu holen. Das ist nicht gelungen. Jetzt ist Huya auch noch zur Stelle, deswegen ist jetzt der Tier 1 Midlane Turret natürlich gleich im Bedrängnis. Interessante Rotations hier. CG jetzt natürlich wieder auf dem Rückweg, aber Huya muss aufpassen. Im eigenen Jungle lauern nämlich Gegner. Ja, der Tonfall hat sich so ein bisschen geändert. Jetzt sind Flashwolves diejenigen, die quasi bestimmen, wo es im Spiel lang zu gehen hat. Ist das wieder so eine Martin-Trap, die direkt unter dem Turret ist? Ich glaube schon, oder? Nee. Ja, doch, doch. Doch. Über dem Turret ist auch einer. Der Stixey, der ist wieder crazy. Wobei ich mir immer nicht sicher bin, wenn einer zum Turm portet, wo er dann wirklich landet. Ich denke, er ging davon aus, dass quasi der MMD direkt südlich ist. Aber ich habe das Gefühl, du setzt Teleport ein und du bist links, rechts, oben, unten. Völlig random vom Tor. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe immer das Gefühl, also ich stelle mich immer so hin, als würde er rechts rauskommen. Aber ich weiß gar nicht warum. Also er kam jetzt links. Ja, eben. Sag ja, das ist Roulette. Und eben als bei der Bart-Ultimate kamst du so vor, als wäre er oben rausgekommen, weil dann stand er ja so leicht oben rechts. Ja. Das ist ja relativ schwer zu predikten scheinbar. Also ich denke, dass es random ist. Alles andere würde mich wundern. Es wäre uns ja wahrscheinlich irgendwann nochmal aufgefallen beim Zocken. Du brauchst alle 5 Traps, um wirklich jeden halbwegs abzuschirmen. Oder einfach nur so ein bisschen auf Lack zu setzen. Naja. Es wird übrigens hier kein von dir gewünschtes Höllenzepter. Er geht auf den Zahn. Es ist halt die Variante, mit der du... Ein Höllenzepter gibt immer noch sehr viel Gold dafür aus, dass du halt eben... dass du defensive Stats hast. Natürlich, du hast diese Passive, die sehr nützlich ist, gerade hier auch mit Echo. Sehr, sehr effektiv. Ja, und es ist halt auch Ryze. Ryze macht übelsten Damage. Aber eben hat Maple es ja auch geschafft, ohne das Höllenzepter auszukommen. Maple hat verloren. Ja gut, aber nicht die Lane. Ja, aber die verloren, weil sie gleich war. Oh. Maple ist ein tausendmal stärkerer Spieler als Hui. Das muss ich einfach so sagen. Maple ist ein krasser Midlaner. Und wenn du gegen ihn gleich stehst, ist es für dich ein Win. Ja gut. Das stimmt schon. Ja, du kannst natürlich sagen, okay, Hui sollte hier einfach auf Schadensbegrenzung gehen. Aber der hat natürlich vielleicht auch seinen Stolz. Stolz ist ja egal. Das CLG agiert ja als Team. Ja gut. Und wenn er gleich einen Farm hat oder jetzt nur 10 weniger... Aber stell dir vor, er baut jetzt keinen Höllenzepter, sondern nach einem Kristallzepter. Dann hatte dieses Kristallzepter früher und das ist viel effektiver für das Team als eben das Höllenzepter. Naja, ja, das stimmt. Er hat es früher, weil er schon Geld für ein Dinger ausgegeben hat. Abramu kommt mit dem Flash nicht mehr davon. First Blood für Maple. Darshan muss auch davon laufen. Der ist auch noch nicht Level 6. Ja, der muss auch seinen Flash nun verwenden. Trap hat ihn da so ein kleines bisschen aufgehalten. Ah, wie bitter. Also da war Stix ja auch nicht in der Nähe, um ihn da irgendwie zu healen. Afromo hat das Exhaust nicht an den Mann bringen können. Das hier eben die Problematik. Selbst auch nicht Level 6, deswegen auch nicht von diesen super Disengage, von denen wir eben gesprochen hatten, sieht man dann natürlich noch nicht. Und auf der anderen Seite schön gemacht hier von Sword Art, der halt eben sofort auf den Gegner zuläuft, um eben den Snare auch auszulösen, wenn Afromu flasht, was er hier auch gemacht hat. Also Kill plus Summoner Spell bekommen. Sehr, sehr gut. Allerdings resultiert das hier noch nicht in einen Objective. Der Maple. Ein bisschen geinsteckt worden und flasht sofort drüber. Auch Ruhi sucht ja das Weite. Maple hat wenig Mana, der kann ihn gar nicht mehr töten. Aber Sword Art, der ist da. Er kann ihn da aushelfen. Er hat den Mana verbraucht. Hast du die Mechanik gesehen, die war komplett bitter für Hui. Er macht den Swag-Move um ihn herum und wird auf der Hälfte des Swag-Moves vom Snare von Ryze getroffen, bleibt dann stehen und hat deswegen die Ultimate gemacht, die Sandsoldaten allerdings dann deswegen natürlich nicht mehr in Range, weil die Sandsoldaten sind weiter geswaggt. Das ist halt einfach... Er konnte keine weiteren Auto-Attacks machen, das ja, war das Problem. Das ist halt einfach ein Dilemma und ich glaube, er hat es selbst auch nicht kommen sehen. So. Also ich war auch extrem überrascht. Die kennen das Matchup natürlich deutlich besser und sind auch deutlich bessere Spieler. Aber ich glaube, das war hier gerade für Hui auf jeden Fall eine Überraschung. No. Beide aber beschwören Zauber draußen und ich denke, ein Asia kommt mit der Flashlosigkeit wesentlich besser klar als Maple. Und kann vielleicht im nächsten Moment gepunished werden. Aber Exhaust ist auch wieder raus. Das ist halt immer wieder die Variante. Das stimmt. Ich weiß gar nicht, ob er Exhaust gebraucht hätte. Maple hat ja nicht mehr so viel Mana, aber du hast es schon angesprochen. Wenig Mana bei Maple ist halt immer noch unverschämt viel. Und das ist natürlich etwas, was Hui ja auch weiß und da kein Risiko eingehen wollte. Jetzt hier wieder relativ viel Free Damage. Also die Flashos machen das gut von den Rotations her. Sie kriegen da immer wieder ordentlich Damage an die Turrets, aber noch verliert CLG keine. Und die Turrets geben nicht 200 Gold, wenn du 20% Schaden gemacht hast, sondern nur diese 1000, wenn er denn eben down ist. Und das passiert hier noch nicht. Der Drake allerdings, der wird jetzt hier angegangen. Und das natürlich mit dem Devourer auch ein schöner Vorteil. Das bedeutet, sie haben zwar den ersten abgegeben, ist aber nicht interessant, weil Kasa da den Verschlinger noch nicht fertig hatte. Jetzt hat er ihn zur Verfügung,
kriegt also 5 Stacks, riesengroßer Vorteil. Und man tauscht quasi wie in umgekehrter Situation vor 6 Minuten Harold gegen Drake. Jetzt natürlich die Frage, Flashwolves hat mit dem Harold unten gepusht und ziemlich viel Turret-Damage quasi anrichten können. Oh. Was kann CLG machen? CLG ist wieder langsamer, weil sie halt jetzt immer noch am Harry dran sind. Wenn man jetzt unten sieht, dass man da den Tier 2 Bot-Turret schon kriegt. Jetzt kannst du sagen, du pushst oben rein. Die Problematik ist allerdings, dass die Minimwave noch Licht... Ja, Lichter ist keine wirkliche Bezeichnung dafür, aber einfach noch super weit weg ist. Weit weg, ja. Das, und jetzt kann Flashwolves wiederum in die Base gehen, wird den Tier 2 Top-Turret nicht verlieren. Stixxay wartet da sogar zum Last-Hit, also macht keinen Hard-Push mit Hilfe seines Q-Spells. Ich denke, es war aber eine gute Variante, weil er hier nochmal die Vasallen bremst. Ja, aber warum Turret will er das? Ich glaube, er wollte es, weil er damit einmal eine größere Wave in den Turret reinsenden kann. Aber MMD ist halt alles egal. Ja. Der ist halt super tanky und kann das auch face-tanken und damit die Welle zerstören, bevor sie ankommt. Flashwolves hätte jetzt... Uiuiui. Uiuiui, das war echt knapp. Flashwolves hätte jetzt die Möglichkeit gehabt, quasi den Farmwind anders zu geben, weil Stixxay sich so viel Zeit gelassen hat. Will man hier allerdings nicht. Man möchte Poppy schon gerne auf diesen 2 Items haben. Danach ist relativ mehr oder minder alles egal. Aber erstmal braucht auch sie so ein bisschen Gold. Das kommt ihr schon entgegen. Und andererseits, sind wir ehrlich, Ess hat jetzt hier seine 2 Items. Natürlich wird er noch Iceborn fertigstellen, aber das ist jetzt nicht so, als würde in Ess so penetrant schnell 3-4 Items brauchen. Er ist einfach einer der stärksten ADCs, meines Erachtens immer noch mit 2 Items. Ja, da kann man definitiv nur zustimmen. Er hat auch hier die Kal-Version gewählt für den schnelleren Spike. Also Nash aus Zahn gegen Rod und Tränen in der Mitte. Da ist Maple House auch überlegen. Das ist leider so. Obwohl halt der Tick-Speed ein ganz seltsames Scaling auf Asia hat, was schwer in Zahn zu fassen ist. Und sehr situationsabhängig. Aber sie haben halt auch nicht den richtigen Lockdown, meiner Ansicht nach, für einen Ryze. Also wenn der mal richtig ausrastet, dann... Man kann ihn kiten, aber ich habe das Gefühl, dass die W-Reichweite so extrem hoch ist, dass keiner nie richtig was bringt. Ich glaube allerdings, dass du in jedem Fight einen Exhaust auf ihn sehen wirst. Du hast Double Exhaust und das ist eine sehr, sehr gute Variante, um so einen Ryze aus denen komplett rauszunehmen. Janna ist wahrscheinlich einer der wenigen Champions, die tatsächlich in der Lage sind, einen Ryze zu kiten, in dem Sinne, dass sie zweimal wegwerfen kann, also einmal hoch und einmal weg. Und dann hast du meistens die Möglichkeit, quasi Ryze dazu zu zwingen, mal auf Cooldowns zu warten. Und dann hast du so ein Zeitfenster. So effektiv kaputt kiten, das finde ich auch extrem schwer. Allerdings, wenn es dir tatsächlich gelingt, dass Ryze seine Ultimate anmacht und kann, dann keine Spells macht und deswegen die Ultimate das nächste Mal nicht sofort wieder abhaben wird, dann habe ich immer das Gefühl, dass es verhältnismäßig effizient ist. Und das ist wahrscheinlich das, worauf die Jungs von CLG hier so ein bisschen hoffen. Ich aber denke Lockdown auch, dass, ist ja nicht. Dass Janna eine gewisse Antwort sein könnte, aber wie gesagt, Ryze kann immer noch nicht drauf rennen. Afromu hat immer noch keine Ultimate zur Verfügung, der Wirbelsturm und nicht schlecht. Flash von Kasa! Das war... Also ich meine, da war ja der Asia am Start. Da hätte überhaupt nichts passieren können. Turm aber nun genommen. L kommt auch nochmal davon. Also Flashwolves bleiben verbissen. 4-1 in Gebäuden. Das ist ein riesen Goldvorteil, der sich dann natürlich auch im Spiel oder beziehungsweise im Gesamtvorteil widerspiegeln wird. Ärgerlich. Man lässt Stixxay hochfarmen. Caitlyn mit 2-3 Items ist halt sehr, sehr stark. Aber es ist halt Geduld gefragt gerade. Und aus Sicht von CLG kann man diese Geduld definitiv aufbringen. Also warum sollten sie hier gerade irgendwie etwas einen Zeitdruck verspüren? Also sie haben alles Champions, die ganz gut unterwegs sind. In Grace sollte man niemals unterschätzen im späteren Spielverlauf. Aber jetzt hier Maple ist dran. Oh, Stixxay. Ja. Der AP verloren. Smithy und Stixxay direkt nebeneinander zu stehen, ist gegen Ryze selten eine wirklich gute Idee. Und jetzt hat man hier 2 Camps mal wegnehmen können von Smithy. Wenn das natürlich dauerhaft so machbar ist für die Jungs von Flashwolves, dann ist das unangenehm für CG. Dann müssen sie hier mehr riskieren. Bis hierhin würde ich allerdings sagen, dass der Scaling-Faktor ihnen gerade entgegenkommt, weil zumindest eine Kate dann braucht doch mehr Gold, bevor sie effizient ist, als ein S braucht. Ja. Aber sie ist dann auch, finde ich, auch stärker. Ezreal ist halt nervig. Trotzdem sehr, sehr effizient. Aber es wird jetzt wahrscheinlich Richtung 18 der 20 Minute gehen, bis er das Muramana fertig hat. Dann muss er Flashwolves powern. Und ich glaube, das ist wieder genau der Moment, wo sie sagen, Leute, zweiter Drake ist meiner. Spätestens bis dahin sollte auch der Devourer, oder wenn sie den Drake bekommen, der Devourer vollgestackt sein. Und dann hat jeder so einen kleinen Powerspike, wohingegen Stixxay sagt, okay, Leute, tut mir leid, ich habe jetzt noch ein Eifer dazwischen gepackt. Ihr müsst noch länger warten. Aber Eifer ist natürlich hier ein Standard-Item-Bild. EF Pickaxe, Eifer, IE oder du baust sogar Eifer dann erst noch aus zu Rapid Fire Cannon oder Static oder was auch immer dir gerade das Herz begehrt. Also es gibt ja viele Varianten. Wir haben ihn auch schon mehrfach mit Hurricane gesehen, auch auf Caitlyn. Hurricane ist auch Pflicht, würde ich sagen. Ah. Aber ich verstehe nicht, warum er die Pickaxe baut. Also ich meine, die BF
into Attack Speed Crit Item, finde ich eine gute Variante. Und hier sogar doppelt gut, weil sie ist Kate, oder er ist Kate. Ja, hat immer noch das Midgame-Loch. Was er aber Aphromoo abdeckt mit dem Schild. Das heißt, er holt sich die AD übers BF unter den Schild und sagt sich, Leute, wisst ihr was, ich habe jetzt schon Wave Clear. Das wäre tatsächlich eine schöne Variante. Generell bin ich ein Fan quasi davon, Double AD zu bauen, bevor du auf Attack Speed gehst. Aber du hast natürlich recht, dass Jenna das so ein bisschen abschwächen kann, diese Problematik, die da entsteht. Und das wäre hier eine Option gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass durch den Lane-Swap er nicht die 1300 hatte und deswegen einfach für eine Pickaxe gegangen ist. Das wäre eine Option, die ich ehrlich gesagt nicht verfolgt habe. Also ich kann das nicht mit Gewissheit sagen. Aber das wäre eine Option gewesen. Maple jetzt oben da eher so in der Rückwärtsbewegung, aber auch da fühlt sich ein Ryze wohl. Das ist halt auch so das Ding. Eine Ryze Ultimate wäre interessanter, wenn sie quasi nur Movement Speed gibt, wenn du aggressiv bist. Weil dann hast du kein Disengage oder nur wenn du wegläufst, wenn du sagst, okay, Ryze braucht ein Disengage. Es ist ja auch ein prozentualer Bonus, oder? Ja. Das heißt, mit den Dreierboots kriegst du ihn nie. Ich meine, der hat halt so einen hohen Basewert, sagt sich ja gut er. Und er hat ja die Ultimate jetzt gerade wieder. Ich meine, er hat sie ja gar nicht benutzt quasi. Ja. Das ist halt eben genau die Problematik, die viele ja auch als zu stark betrachten. Super, super bitter. Ich glaube, es ist kein prozentualer Bonus. Doch, ein fester Wert? 80 stand da gerade. Also als ich nachgeguckt habe, allerdings sind diese... Oh, jetzt hat er es geschafft. Aber das muss er doch jetzt hier mal mitbekommen haben, dass das da passiert. Er hat auch Smiter. Diesmal aber ohne Ward. Also vorhin sowas gewartet. Ja, aber er hat ihn da auf dem Weg gesehen. Und dann halt nach Gefühl. Aber Swiffy hat Smiter ab, dann gibt es keine Entschuldigung, dann muss er zuschlagen. Wobei ich nicht weiß, ob er die Banane durch den Schatten halt quasi sieht. Also die Ultimate kam ja für ihn aus dem Fog of War. Wobei er hatte dann einen Ward gehabt, also er hätte es vorher sehen können. Ja, und auch wenn er sie erst da sieht, wo er sie sieht, das ist Smiffy. Den traue ich eine Reaktionszeit zu, die einfach nur awesome ist. Wie fällst du den Boden ab? Glaubst du, dass das die Spieler irritiert? Ich glaube, die kriegen das nicht mehr, die Tunnel. Ich glaube auch. Das Einzige, was bei denen nicht Tunnel ist, glaube ich, die Akustik nach wie vor. Das hören sie. Aber man hat ja schon gehört, dass die chinesischen Fans entweder extrem leise oder extrem laut sind. Ja, Monte hatte das ja da auch noch getwittert. Jetzt geht's hier Alex auf Smiffy, der muss flashen. Schön Ult, Kombo! Oh, kein Ult von Kasa! Er hätte wahrscheinlich auch Graves damit gerettet. Aber es war ein 1-1 bei einer 2-gegen-1 Situation. Da würde ich Smiffy sagen, jo, kein Ding. Vor allem, er ist ja auch noch reingeflasht, Kasa. Da, ja, ich flashe, hol ihn Ult. Wait, da war was ich vergessen habe. Ist kein jetzt Ult. Hier gestorben, also das für Smiffy natürlich optimal noch ausgegangen. Bitter. Ich hätte gerade gefragt, was die Dreier-Boots sind. Das sind die Boots of Swiftness. Damals hat man quasi Tierstufen gehabt für die Schuhe, deswegen bin ich da noch in den 2er, 3er, 4er. So, jetzt sehen Sie ja doch mal. So, Swiftie geht erst nach unten raus, merkt dann so ein bisschen, da ist eine Poppy. Flash hat noch die Ultimate für einen extra Dash und eine Kassa. Oh, der ist im Dash gestorben. Da kann er wahrscheinlich keine Ult aktivieren, ja, oder? Muss das vorher machen. Also. Ja, so aber vorher heißt Fix mir die Danke. Ja, aber später, nach dem Dash, ist ja noch mehr Danke, weil er noch näher dran ist. Dann lieber vorher. Vorher hätte er auch den Vorteil gehabt, dass er an den Rand laufen kann und dann aus der Akku raus. Also, so oder so, wenn Kasa da aggressiv reingeht, dann muss er die Ultimate zünden, weil ansonsten sagt er, okay, ich gehe rein für einen Trade und das ist niemals worth. Also du kannst nicht in einer 1-gegen-1 Situation dann traden, sondern wenn, dann ziehst du dich zurück, weil der Gegner muss immer basen und dann hast du die Möglichkeit, Druck auf ein Objective auszuüben. Also hier vielleicht ein bisschen übermotiviert, wenn man es mal so formulieren will. Ah, wir haben gerade mal die Goldunterschiede, das ist immer sehr interessant. Toplane 600 Gold vorne, Midlane 1000 Gold Unterschied ungefähr. Und auf der DK-Position haben wir auch einen 1000 Gold Vorsprung für S, der allerdings gerade im Moment noch nicht so ausschlaggebend ist, weil ab dem Moment, wo hier Klinge der Unendlichkeit fertig wird bei Stixay, hat der einen ordentlichen Power-Spike am Start. Dann knallt. Vor allen Dingen hat er auch bezogen auf sein Level die Möglichkeit, noch mehr Punkte in seine Fallen reinzutun. Und die Fallen skalieren richtig derbe mit diesem Headshot. Also das ist wirklich schon unfair. Aphromoo konnte da nochmal deutschen. NL ist hier da wirklich der Super-Sniper. Gibt sich da größte Mühe. Hat ja, ja auch ja, seine Mechanik. Maple, was oh, Maple muss jetzt punishen! Wieso ist der Hui nicht reingedonnert mit den Soldaten? Da hätten man sofort insecken müssen. Wir hatten keine Vision, dass die Leute dahinter so weit weg waren. Der kriegt jetzt hier die Kate in Ultimate und wieder nochmal rein. Aber hinten, oh, MMD! Erste Stelle, Aphromoo zwar super low, kann Hui noch ein bisschen erleben. Das reicht aber nicht aus, die eigene Ultimate. Viel zu spät, Darshan will den Leuten auf die Ketten gehen, aber Maple macht, was er will. Darshan Trollzer wird jetzt, Diggi, nein, würde ich abgeholt werden. Ist schnell genug, kommt aus Sword Arts, fesseln mehr oder weniger raus. Also nur einen verloren, wobei X-Medi, der will schneller. Nee, der kann doch nochmal über die
Wand dashen, das sollte kein Problem sein. Also hier absolute super Fight, so, also von der Action her. Wir hatten mehrere Stellen, die wir jetzt hier noch gar nicht beleuchten konnten. Also Rice gegen Smithy haben sich oben so ein bisschen gebettet und Smithy hat das sehr gut gemacht, weil er immer wieder aus der Range rausgegangen ist. Aber jetzt versucht hier Flashbus natürlich die Überzahlsituation zu nutzen und dieser Tier 2 Midlane Druid, von dem muss man sich hier verabschieden. Der wurde mitgenommen. Schön gemacht von Flashbus, aber jetzt sind da Traps. Oh, Stixi ist einmal an Rice rangelaufen, kassiert, übersteht die Situation am Ende nicht mehr. Maple rennt da einfach durch, der macht mit Rice, was er will. Super bitter. Maple hatte 0 Mana gehabt und trotzdem auf Teufel komm raus versucht, den Turret da zu halten. Das hat sich gelohnt, er hat kein Netz gemacht, kein Nichts. Nee, keine Chance hier für ihn da noch irgendwie entgegenzukommen, vor allem weil Jenna ja auch schon alle ihre Asse quasi gezogen hatte. Also da war dann da ein bisschen risikoreich. Maple dann am Ende mit einem schönen Flash-Kill, um da halt eben nochmal den Kill zu forcieren. Wir kriegen gleich auch nochmal ein Replay. So oder so sieht man hier, was für ein Monster ein Rice sein kann. Aber jetzt hier nochmal diese zwei Instanzen. Also hinten kommt jetzt Poppy dazu. Hui macht gleich eine gute Ultimate. Allerdings hat Maple trotzdem CC auf ihn. Wir sind jetzt hier. Die Ultimate schirmt halt quasi ihn vor Kasa etc. ab, aber er kriegt da trotzdem kompletten Schaden. Und jetzt oben darauf achten, Smithy gegen Maple. Das ist so ein kleines Duell, die halt hier die ganze Zeit so ein bisschen gegeneinander gehen. Und deswegen kommt Smithy halt auch nicht in diesen Fight rein. Da ist schon nochmal unten weggegangen. Sword hat flasht ihn hinterher und deswegen musste da schon noch den Flash ziehen. Ich muss sagen, CG hat hier in dieser Pick-and-Bun-Phase sich dafür entschieden, den Echo über Rice zu raten. Und wenn man gerade diesen Fight gesehen hat, muss man sagen, dass Rice ein absolutes Monster auf diesem Patch ist. Ja, und vor allem wird von einem Monster gespielt. Also Maple ist alles andere als schlecht. Ja. Und gibt sich hier größte Mühe. Hat auch schon bald seinen Lernstab zur Verfügung, also die Penetration für einen Rice quasi Full-Item-Build. Danach könnte er Warmox gehen, würde niemand interessieren. Eben hat Hui ein GA gebaut, bevor er den Lernstab fertig hatte. Also einen Schutzengel. Das finde ich immer eine sehr defensive Variante. Maple hat da eine etwas andere Weltanschauung. Geht er eher für die etwas ballsiger Variante, wobei ich dir vollkommen recht gebe. Ein Lernstab gibt er doch die Möglichkeit, dann im Zweifel so, oh, ich treffe nur einen Tank. Ja gut, nehme ich halt den Tank und hau den kaputt. So, gegen Swishy ist gar nicht so schlecht. Also der Lernstab funktioniert ja nicht so wie der letzte Atemzug. Du penetrierst trotzdem mindestens 10 weg quasi. Und von den Base-Werten ausgeht. Naja. 2 Items nun für Stixey zur Verfügung. Auch haben sich beide Jungler für Phantom Dance entschieden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich auf X-Midi eigentlich statt der Crit-Variante eher einen Sterax oder so gesehen hätte. Etwas Allgemeineres, um dich zu schützen. Weil es kommt ein bisschen darauf an, wen er angreift. Ich denke, im 1 gegen 1 gegen Maple ist es nicht schlecht, die 12% runterzunehmen. Aber sie traden hier gerade ganz schön easy Turrets. So, CG muss jetzt committen. Nee, sie werden jetzt gejagt werden. Also sie werden jetzt da oben... Also der Asi-Turm, der holt nochmal viel Zeit raus. Aber sie müssen jetzt schnell den Weg abschneiden, weil sonst verlieren sie den Turm. Ja, also da unten zieht man sich zurück. Man hat halt eben die Gefahr, dass CG da komplett hinrotiert. Hui, jetzt mal hier mit einer schönen Aktion gegen NL. Aber der hat halt auch schon ein bisschen Lifesteal am Start und ist deswegen relativ unbeeindruckt von der ganzen Szene. Und CG kam noch überhaupt nicht dazu, ihre Siege-Com auszuschieben. Sie haben es gerade probiert. Oh, Hui, so ja, funktioniert das. Oh, er hat aber die Ultimate verwendet. Wichtiger Disengage schon mal raus. Das ist bitter. Vor allem, weil er erst nicht mal mit dem Knock-Up getroffen hat. Er dann einfach die Ruhe bewahrt, davor mit S, kurz S drückt, um stehen zu bleiben und dann mit dem E drüber geht. Das hat er sehr, sehr gut gemacht, der gute NL hier. Zeigt immer mal wieder seine Klasse hier in diesen Szenen. Und auf der anderen Seite gefällt mir Hui auf diesen Azir bis hierhin überhaupt nicht. Also immer wieder Aktionen, wo man sich fragt, was ist los? Gerade auch nochmal mit dem Swag-Move in Poppy W rein. So funktioniert das Ganze einfach nicht. Ja. Er muss sich ja nochmal steigern. Da muss noch einiges her. Er hätte zwar zum Farm her gegen, aber Maple steht einfach 3-0 plus 6-2 Türme. Das ist halt einfach extrem viel Gold in seine Tasche, obwohl er quasi nicht vor Ort war. 3 Item Power Spike nun für NL. Kann jetzt gegen Tanks. Er kann jetzt quasi gegen alles gerade bestehen, weil er hat Burst, er hat Rüstung und er hat die Tankschredderung. So, und wer soll denn vorne jetzt die Frontline bilden? Gegen einen Rice mit Lernstab und einen S mit einem Klinge des gestürzten Königs. Das ist einfach komplette Tank-Schredder-Aktion. Das zeigt auch ziemlich genau, wie Flashless diese Fights jetzt spielen will. Die werden da nicht komplett hinten auf die Carries diven, also wenn sie kriegen, dann klar. Aber die können halt eben auch einfach die Frontline wegnehmen. Das ist etwas, was unsere Analyse-Ecke, finde ich, sehr gut gesagt hat. Flashless hat nicht diese gute Engage-Chance, es sei denn, sie spielen mit TP. Das haben sie jetzt allerdings dadurch gelöst, dass sie halt gar nicht hart engagen, sondern einfach nur die Frontline nehmen und sagen, okay, da gehen wir rein. Jetzt hier gerade Poppy und Rice auf dem Weg zurück. Man überlegt also hier über ein TP-Play, bricht jetzt beide Records ab und geht stattdessen zu Fuß. Schön hier immer wieder zu sehen, wie gut organisiert Flashbus mit ihren Records sind, dass MMD und Maple fast immer gleichzeitig in die Base gehen, um halt eben diese Gefahr des Double-DP-Plays hochzuhalten. Ja, das erzeugt natürlich eine extreme Paranoia bei CLG. Also die führt halt dazu, dass du
dass du schauen musst, okay, wo haben die Gegner überall gewartet, das muss halt monetarisiert, ja, es muss überwacht werden, so. Und für sie natürlich dann die Problematik, wir können das nicht weiter raustrauen. Also ich meine, so ein Midlane-Ward wirkt halt übel seltsam, aber glaub mir, für TP-Plays ist Bro. Jo. Und wenn CRG einmal den Tier-1-Turret wohlgemerkt noch in der Mitte bedrohen will, kommt der TP in die Backline und da denkt sich MMD, nice, ich drücke jetzt einen so richtig rein. Oh Gott, das ist jetzt hier der Nash, zum Beispiel muss der jetzt hingehen. Aber Maple wird halt einfach genug Schaden haben hier, um den ganz schnell zu vernichten. Mal 3000 ist das, Smithy kommt dazu. Dash allerdings raus, hat jetzt nur noch den Flash. Oh, der Hammer, der wurde abgebrochen. MMD kann da nicht rein und Smithy ist in der Nähe, aber er platzt, bevor er irgendwie hingehen kann. Da ist dann auch schon viel Leben verloren. Nash, der Baron, der gehört den Flash Wolves, das war kein Problem. Hui, oh, mit der Asia Ball, konnte wieder nicht in 6. Six ist mehr oder weniger alleine mit Afremu. Der kommt mit dem Flash noch nicht mal davon. Ja, kann der Jana daher auch schön gemacht von Afremu. Ob das reicht, wird sogar reichen. Sehr, sehr schön. Nee, wir gehen dann nochmal hin, weil jetzt kommt hier Jutsu-Rice. Der geht da hin, jetzt die Ultimate aktiviert und wieder Afremu einen starken Disengage. Die Ultimate hat nicht gesessen, nun werden aber beide trotzdem sterben. Schade, aber Flash Wolves, genauso souverän wie CLG im ersten Spiel, treten sie hier fantastisch aus. So, das hier könnte vielleicht sogar das Finish werden. Es sind noch, jetzt ist Grace, aber dann sind 20 bis zu Azir, 12 bis Echo. MMD kommt jetzt, er kann das 10 Jahre lang tanken, wenn sie denn Lust darauf haben. Gehen jetzt hier unten auch an den ersten Tür, Kindle Ultimate, die vielleicht einen Ticken früh in Nexus Tür 1 fällt jetzt hier in diesem Moment, aber jetzt kommt Rui in 3 Sekunden. Das ist ein hohes Risiko, was Flash Wolves hier eingeht und sie entscheiden sich dagegen und das finde ich auch die bessere Entscheidung. Es wird also noch ein kleines bisschen rausgezögert werden, aber wir haben einen 12.000 Gold Vorsprung. Sie haben noch den Baron-Buff zur Verfügung, der hält noch eine ganze Weile. Sie haben ein Drittel quasi verloren, in Anführungszeichen, aber da haben sie schon viel geholt. X-Midi ein bisschen alleine gelassen, der wurde einfach vor dem Pit festgehalten, also er konnte gar nicht in Reichweite kommen, wo die Idee mit der Ultimate gar aber nicht so schlecht war. Guck dir das war. Mal an, also der Schaden gegen ihn als in An- und Abführung Tank ist einfach komplett insane. Und das ist eben genau die Problematik, die wir eben angesprochen hatten, durch die Durchdringung, die sie haben. Chancenlos CLG hier in dieser Phase. Ich sehe nicht ansatzweise, wie sie ja Fights gewinnen sollen. Afremu hat diesen Fight unfassbar gut gespielt. Jeder Tornado war gut. Einmal, um den Poppy Hammer abzubrechen, dann hier den Poppy interrupted und dann gleich hier nochmal gegen Rice. Das ist alles perfekt. So, es geht nicht besser. Hat heute scheinbar einen Sahnetag, aber da musste ihn halt vielleicht auch auf was anderes schicken. Wobei ich jetzt denke, mit der Janna ist das schon richtig. Ja. Das war schon okay. Also die Probleme waren jetzt wirklich an anderen Stellen. Ja, auch die so. Problematik mit X-Midi. Er hat es halt für den Phantom Dance entschieden. Das bringt halt so eine Situation, wo drei Mann auf ihn einschlagen, halt nichts. Also da ist fürs Überleben ein Sterax 80 Mal besser. Ja, auch Maul hätte hier durchaus funktioniert. Es ist nur in der Abführung Rice. Aber trotzdem, warum nicht? Und jetzt sehen wir hier den Damage. Und das ist einfach balanced. 6500 Damage, der ist natürlich fett, also er darf das durchaus. So möchte ich es gar nicht darstellen, aber ich hinterfrage halt nochmal an dieser Stelle, ob ein Echo-Pick mehr wert ist als ein Rice-First-Pick. Ich habe auch das Gefühl, dass Darshan ohnehin mit verschiedensten Champions wunderbar klarkommt. Maple, Mana Schild in letzter Sekunde aktiviert und kommt sogar noch davon, also kein Shutdown von dieser Seite. Darshan wird hinterhergehen und er wird ihn kriegen, der hat ja mehr Mobilität. Wobei Maple natürlich gleich Ultimate nochmal ab und dann nochmal Speed kriegt. Das ist ein Unverschämter. Der rennt einfach. Ja, der rennt gerade einfach eiskalt davon. Darshan versucht den Herzog, aber es geht halt nicht. Er drückt Ult. Er hat extrem viel. Vor allem, er kann ihn gleich auch noch töten. Das ist kein Witz. Er wird den, na, wobei Darshan ist tanky. Also Echo ist immer noch gerade mit der Geistersicht wirklich gut dabei. Oh mein Gott. Er kommt da eiskalt davon. Es war super close, muss man sagen. Stixey's Ultimate war doch nicht genug. Das nächste Item war ihm immer noch sehr crit-lastig. Und, also Crit-Attack-Speed lastig, sagen wir es mal so. Das hilft halt der Ultimate überhaupt nicht. Und ja, Flash Wolves spielen das wirklich gut runter. Sie sind aufgewacht. Ja, und das ist halt einfach Maple außer Rand und Bann. Und auf der anderen Seite, genauso wie wir letztes Game gesagt haben, Kasa hat keinen Impact, muss man hier sagen, Hui ist nicht existent in diesen Fights. Er macht gar nichts. Er müsste, in der Theorie ist er der einzige Lockdown in der Abführung, der Rice wirklich hier in Gefahr bringen kann mit einem guten Swag-Move. Aber er traut sich das gar nicht. Er hat es im Early Game immer wieder probiert, aber sein Schaden reicht noch lange nicht. Er hockt auf zwei pimperlichen Items und Flash Wolves kriegt jetzt hier gerade den vierten Drake. Und das erhöht natürlich jetzt nochmal den Druck bei CG, um später um den fünften zu fighten. Aber sind wir ehrlich, egal welchen Fight sie jetzt nehmen, bei 11.000 Gold Rückstand wird das einfach nur eine Tracht Prügel werden. Vor allem, wenn man die Verteilung bedenkt und den erwähnten nicht vorhandenen Lockdown für Maple. Er macht halt nur Blödsinn. Der war jetzt gegen drei, vier Mann oben, kommt halt noch davon.
zieht nochmal die Aufmerksamkeit von Darshan, was das Verteidigen des Inhibs unmöglich gemacht hat. Und ja, die gehen da einfach mit einem gigantischen Vorteil raus und Flashwolves müssen jetzt nur ein was zeigen, und zwar Souveränität. Jo. Dass sie einfach sagen, hey Leute, wir können das Spiel, wir spielen das jetzt eiskalt runter. Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass Maple 4GA geht. Einfach um diese eine kleine Hoffnung von CG, dass sie ihn einmal gekillt bekommen und dann vielleicht den Fight gewinnen nehmen. Er geht jetzt hier für Rabadons, das heißt, sein Schaden wird nochmal komplett insaner werden, und er ist schon insane. Aber ich finde halt, ist, wenn du weit vorne bist, finde ich es eigentlich immer besser, einen Ticken defensiver zu bauen ab einem gewissen Moment, um halt eben das Comeback auf jeden Fall zu verhindern. Jetzt Ryze in der Base. Der wird jetzt die Oh mein Gott. Und irgendjemand komplett deleten. Das ist halt einfach richtig. Er hat jetzt Rabadons fertiggestellt. Das würde mehr Schaden kannst du fast gar nicht rausholen, beziehungsweise nicht aus vier oder beziehungsweise mit den Schuhen fünf Items. Er hat vier Items fertig und Azir hat zweieinhalb. Keine Penetration. Das ist einfach RIP. Das wird jetzt so brutal werden. Ryze war einfach in der Base geduldig. Jetzt, ja, jetzt kommt das DP und jetzt wird einer gleich richtig deleted werden. Aber schöne Traps, das war wichtig. Ah, Darshan ist jetzt da, aber sein Flank bringt hier überhaupt nichts. Maple, zack! GG! Snixey! Der kommt hier nochmal in die Luft, wird das aber nicht überstehen. Kein Netz der Welt konnte ihn dabei retten. Und Afromu hat sich bemüht, mit den Schilden zu arbeiten. MND wurde einfach auch gerettet. Über so, jetzt Zui, mach es! Ja, er kann ihn noch nicht lang genug festhalten. Xmini kommt auch. Oh, was macht der denn? Oh, der nimmt den! Stark gemacht, aber hält nicht lang genug. Das und Xmini ist aber zur Stelle, kann die Leute kaputt kriegen. Und CLG in den Teamfights. Sehr, sehr stark. MND stirbt aber nicht. Die Karma-Schilde sind einfach riesig. Wo ist denn Darshan gestorben? Der hatte nur noch Ulx mit jetzt hier allein. Es reicht nicht, Afromu. Kein Mana für die Schilde. Und seine Items bereits verwendet. Death Stance konnte ihn lange genug erleben halten. Aber MDD, der ist mittlerweile auch fett nach diesem Teamfight spätestens. Also sehr stark noch durchgehalten. Das muss man sagen. Auch Hui sein Leben geopfert, um Maple zu töten. Aber es war am Ende zu spät. Ja, nicht nur das. Er hat noch ein L hochgeworfen. Das war der eine gute Fight von Hui. Und es hätte reichen müssen. Aber Darshan ist einfach irgendwo gestorben ohne Ultimate. Und jetzt versucht man hier natürlich nochmal aus Sicht von Sixer irgendwas zu machen. Er wird nochmal den einen oder anderen Crit rausfordern. Ey, er kriegt ja gar nichts. Also da, hoppala! Ah, der Laser wieder faul! Aber hier MDD mit dem letzten Auto-Tag noch den Nexus vernichtet. Also wir haben ein schönes 1:1 erzielt. Flashwolves auf jeden Fall auch gepowert und gezeigt, hey, wir können das Spiel genauso, wenn wir die richtigen Picks bekommen. Und es liegt, glaube ich, an denen. Also der Echo, klar, lange nicht so viel Einfluss wie die Kind und Ryze-Kombo. Da können wir nichts dagegen sagen. Und ich denke, auf den beiden Champions wird jetzt eher der Fokus liegen. Ja, Ryze, du musst diesen Ryze bannen oder First Picken und du hast den First Pick. Ich gehe fest davon aus, dass Flashwolves ihn jetzt ihrerseits bannen wird, weil ich denke, dass auch sie sich bewusst sind, was für ein Monster dieser Champion ist. Hui auf seinen Azir hat mich nicht überzeugen können, der letzten Fight vielleicht mal ausgeschlossen, wo er dann doch eine sehr, sehr gute Aktion gezeigt hat. Ansonsten allerdings eher durchwachsen. Ansonsten stickst du ja auf Caitlyn. Tja, du brauchst halt ein bisschen Items-Zeit und wenn der Ryze dann schon 4-0 ist, dann ist halt dann ist Ripperino. Der kommt dann einfach mit dem TP und er hat ihn ja wirklich nach dem TP komplett deleted. Und es ist halt ein 4-Item-Ryze mit der aggressiven Variante, ohne Guardian, sondern wirklich, hey, Leute, wisst ihr was? Ich habe gerade einen Rabadont und TP ja, und Homeguard-Buff. Und ich drücke einfach nur R und die Leute platzen auf. Sehr, sehr schön. Also 1:1 wurde erzielt. Einige Predictions waren, dass Flashwolves 3-1 gewinnt. Jetzt wäre es technisch gesehen möglich. Mal schauen. Wir machen eine kurze Pause. 3,5 Minuten und danach sehen wir uns in der Analyse. Bis gleich.